Was geht ab, meine Ossi-Fighter, Ossi, und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 69. Ich begrüße euch, wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut. Wie laufen eure Summons, Freunde? Denn aktuell, es gilt, glaube ich, in jedem Spiel so summon-technisch geht überall was. Das heißt Global, JP, Blazing, Legends, was auch immer ihr spielt, Freunde. Könnt mich gerne wissen lassen, wie läuft das Ganze, seid ihr zufrieden? Wenn nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall noch sehr viel Glück, falls ihr summon werdet. Wir kommen aber mal zum Team-Rating-Video, fangen mal ganz entspannt an mit der Einsendung, beziehungsweise das ist Einsendung, mit der Frage letzte Woche, das letzte Team. Am Ende des Videos der letzte Woche war von unserem Boy, wir nehmen mal dieses hier, genau, boom. Emidan, lieben Dank fürs Einsenden, Hashtag die Mosul Riders, hier ist mein Pure Saints Team, würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. PS, mach weiter so, bleib so wie du bist. Das war sein Team, Freunde. Wie gesagt, ihr hattet die Woche Zeit, beziehungsweise kommen wir jetzt quasi zu der Auflösung. Da waren gewisse ein, zwei wirklich gute Ratschläge, sag ich mal. So viel konnte man da eigentlich auch nicht falsch machen. Zum einen hier von unserem Boy Rotblut, zum anderen aber auch, finde ich auf jeden Fall, hat es Blackwind auf den Punkt gebracht. Also könnt ihr euch mal gerne durchlesen, Freunde. Im Endeffekt wirklich ging es darum hier, auf jeden Fall wollte ich den Supporter sehen. Supporter wäre auf jeden Fall erwünscht. Beispielsweise hattest du Super Saiyan 3 Goku GT als Supporter im Team und ich nicht im Team, sondern in der Charakterliste. Aber ich glaube, einen, den viele übersehen haben, auch ich vor allem, ist hier ganz oben links Paragus und Broly gewesen. Also den tust du mir auf jeden Fall rein in den Pure Saiyans Team. Das Pure Saiyans Team an sich sieht ja folgendermaßen aus. Ich meine, auf den ersten Blick sieht das Ganze hier mal wirklich schön aus. Aber mir hat hier einfach ein Supporter gefehlt, wie auch quasi bei vielen von euch. Ihr habt das in den Kommentaren wissen lassen. Wie gesagt, Super Saiyan 3 Goku GT würde auf jeden Fall funktionieren. Aber Paragus und Broly haben wir. Wir nehmen ihn mit rein. Tag Goku raus für Paragus und Broly. Und dann kannst du LR Broly in einer Rotation mit dem EZA Broly spielen. Und die andere Rotation war ein Vorschlag beispielsweise von Blackwind. Ein sehr schöner Vorschlag. Den Transforming Goku mit Super Saiyan 3 Bardock. Warum nicht mit Vegeta? Das Problem ist, der verliert er relativ früh Prepare for Battle. Und dann hat er nur noch Over the Flash und Shocking Speed, also es ist ein bisschen problematisch, wenn man ihn mit Vegeta halten will. Aber mit Bardock ist das gar kein Problem, weil Bardock hat Prepare for Battle und Over the Flash und zusätzlich zu Super Saiyan und Fierce Battle noch Experienced Fighters. Heißt, Bardock kannst du auf jeden Fall mit Transforming Goku in einer Rotation halten. Also hättest du die zwei Brolys in einer Rotation, die zwei, also Goku und Bardock, und dann als Rotationscharakter auf jeden Fall Paragus und Broly mitnehmen, mein Boy. Und ja, Vegeta tust du rein und raussortieren. Falls du Vegeta spielen willst in einer Rotation, dann kannst du natürlich auch Vegeta mit dem Transforming Goku spielen oder einen anderen Partner für Vegeta suchen. Zum Beispiel einen Partner, der zusätzlich zu Super Saiyan entweder Prodigies hätte oder Saiyan Pride. Ideal wäre halt beides, aber den Int-Vegeta hast du nicht. Also zum Beispiel könntest du vierfachen Vegeta mit dem Transforming Vegeta spielen. Aber da schließt mich wirklich Blackwind an, hier einfach Tag Goku raushauen, dann aber Paragus und Broly reintun und dann kannst du die zwei oder zwei und die zwei Broly und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und genau, danke für die Einsendung. Let's go! Das wären, by the way, 8 von 10 Punkten an der Stelle. Richtig, richtig. Alright, dann kommen wir mal zu dem nächsten Team oder zu der nächsten Einsendung. Die nächste Einsendung ist von... Oh, jetzt, wie steht's? Ich hab's total bestimmt falsch ausgesprochen, sorry dafür. Jedenfalls, Hashtag Team Osadu. Hallo Osadu, das ist mein Turn of Power Team. Ich will fragen, ob es gut ist. Ich bin damit zufrieden. Dann gucken wir uns das Ganze mal. Boy, sie ist Zabika, Rank 61. Hat nur angefangen mit JP, wie es aussieht. Ich habe nur das Team genommen. Ich habe nur einen Screenshot vom Team bekommen, nicht von der Charakterliste. Deswegen. Dein Gedankengang war nicht falsch, mein Freund. Du hast dir gedacht, okay, ich nehme Turn of Power Charaktere. Die werden sich wahrscheinlich schon irgendwie miteinander klarkommen. Jein, so läuft das nicht ganz in Dokkan Battle. Also dein Gedankengang war schon mal richtig. Das Problem ist jedoch, LSCK, also erstmal Glückwunsch zu LSCK, aber LSCK ist ein Joint Forces Leader oder Super AGL Leader. Heißt, in dem Fall bekommt nur sie selbst ihren Leader Skill, die Zeit Namekiana auf jeden Fall und Vardos, weil sie Super AGL Charakter ist. Die anderen drei Charaktere bekommen nicht ihre Niederskill, obwohl sie natürlich alle mehr oder weniger was mit einem zu tun hatten im Turn of Power Arc. Aber das ist in Dokkan nicht so. Du musst auf jeden Fall auf den Leaderskill gucken und ein Team um den Leaderskill herumbauen. Heißt in dem Fall, so wie dein Team hier ist, gehören drei Charaktere zum Leaderskill. Das wären drei Punkte. Alle sind aber für den Status Max Level. Das wären dann auch hier an der Stelle 4 von 10 Punkten. Und alle sind Max Awaked, richtig? Wir haben LR, die haben keine Awakening, die hat eine Awakening, ist Max Awaked, richtig, okay. Also 5 von 10 Punkten hätten wir an der Stelle. Aber jetzt ist das Problem, was würdest du jetzt machen? Ich habe ja deine Charakterliste, ich gebe dir mal ein, zwei Ratschläge, okay? Zum einen, wenn du mit LSCK als Leaderin spielen willst, dann guck mal her in deine Charakterliste. Vielleicht hast du noch weitere Joint Forces Charaktere. Joint Force Charaktere sind Charaktere einfach, wenn du dich es so merken willst, mit mehreren Charakteren im Artwork, sage ich mal, mehrere Charaktere, wir stehen einfach aus mehreren Charakteren, die ganze Metal Cooler, Elemental Cooler Army, besser gesagt, oder zum Beispiel Bota Magetta,
Rage Vegeta und Bulma, Elebius in Wiz, Elemighty Mess und das sind alles Joint Force Charaktere. Musst du gucken, ob du welche hast. Wenn nicht, dann nimm deine Super AGL Charaktere, weil sie geben ja auch Super AGL einen Boost. Also ersetzt diese drei Jiren Hit und Uigoku mit Super AGL Charakteren. Du könntest auch ein Universe Survival Saga Leader nehmen, dann würde das mehr oder weniger deinem Gedankengang entsprechen. Universe Survival Saga Leader hast du, Uigoku und Jiren. Uigoku gibt Ki plus 2, ich glaube, auf alles 30%, jedenfalls geringer Boost. Jiren gibt aber Universe Survival Saga HP Attack und Def 60%. Keine Ki, aber dafür HP Attack und Def. Also könntest du zur Not Jiren als dein Leader nehmen, dann würden alle in das Team gehören, weil sie Universe Survival Saga Charaktere sind, außer Vardos. Die müsstest du dann austauschen gegen einen anderen Universe Survival Saga Charakter. Könntest als Friend dann entweder Hit nehmen oder Jiren, weil das auch Universe Survival Saga bzw. die besseren Universe Survival Saga Leader sind. Oder du machst ein Universe 6 Team, du nimmst Vardos als Leader und baust dein Team mit Universum 6 Charakteren. Heißt, hier müsste Uigoku und Jiren raus für weitere Universum 6 Charaktere. Also auf den Leader-Skill auf jeden Fall achten, mein Freund. Ansonsten war dein Gedankengang gar nicht mal so schlecht, aber der Leader-Skill hat da nicht gestimmt, beziehungsweise die Konstellation um den Leader-Skill herum. Aber vielen lieben Dank für die Einsendung. Dann kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Royat. Oh mein Mann, ja, hier seht ihr es. Boom. Hashtag Team Osaru, richtig. Genau, das ist der Hashtag, den wir freitags brauchen. Das ist mein Team und ich würde gerne wissen, ob ich da noch etwas verbessern kann. Die LRs würde ich gerne so lassen, den Inkoku Black auch. Ich würde gerne noch physisch Vegito ins Team nehmen, wenn ich ihn Doken Awaked habe. Aber meine Teamkosten sind zu gering. Alright, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar, ja, musst du ein bisschen leveln auf jeden Fall, damit du auf deine Teamkosten kommst. Beziehungsweise mit der Konstellation, mit der ich das zeigen werde, wird es dann klappen. Weil, ja, das wird jetzt, weil du wirst quasi einen ersetzen durch dann Vegito. Das wird dann hinhauen, wenn ich es dir zeige, mit wem du ihn ersetzen könntest. Aber, sofern, beziehungsweise soweit so gut. Posara Team, alle Charaktere gehören zum Niederskill 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Awake. 8 von 10 Punkte, das ist schon mal sehr gut, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wirklich ein schönes Team-Setup, aber du hast um ehrlich zu sein, Boy, bessere Charaktere für das Team. Wir haben zum einen Strength Rosé, wenn ihr die Wahl habt zwischen Argel und Strength Rosé, dann nehmt ihr Strength Rosé. Vor allem, wenn sie gleich sind. Auch wenn zum Beispiel der Argel auf 100% wäre, der Strength auf 55, würde ich vielleicht immer noch dennoch den Strength nehmen. Natürlich hat er dann Vorteil vom Dupe-System, kann man auf jeden Fall auch spielen. Aber sofern der Boy einen Dupe hat, rein mit dem. Aber so auf Gleichstand, auf jeden Fall Strength Rosé rein, der ist viel, viel besser. 120% Attack. Ich glaube, ich muss da nicht viel zu erzählen, oder? Strength Rosé. Boost für die Extreme-Charaktere durch die SC, defensiven Boost, Debuff gegen gegnerische Superclass-Verbündete, gegen gegnerische Superclass, ja, Charaktere. Keep plus 3 für Extreme-Charaktere, defensive 50% drauf. Also der ist einer der komplettesten, konstanten Charaktere. Und den spielst du in einer Rotation mit deinem LR Goku Black. Dann haben wir noch Charaktere, dein physisch Vegito willst du spielen, den merke ich mir. Und ich würde mir einen tiefgleichen Supporter wünschen. Lange Rede, kurz Sinn, ich habe zum einen sowas gebaut, mein Freund. Ich erkläre das Ganze mal. Wir hätten jetzt in Anbetracht dessen, dass du auf jeden Fall physisch Vegito im Team haben willst, nach seinem Awakening. Zum einen LS, Goku Black und Strength Rosé. Diese Rotation bleibt. Das ist eines der komplettesten Rotationen. Die funktioniert so gut. Das ist wie mit C17, LGF und. Die Rotation ist 1A. Die ist richtig geil. Die spielt ihr so, die spielst du so. Das andere ist jetzt, du wolltest physisch Vegito im Team haben. Physisch Vegito kannst du in einer Rotation lassen mit Tech Vegito Blue. Das sind vier Linkskills, die linken sich sehr gut. Zwei sehr gute Charaktere. Oder ich weiß jetzt nicht, wie sehr du an deinem LR Vegito Blue hängst, beziehungsweise dein LR Vegito Blue ist auf 100%. Dein Tech Vegito auf 55%, also in der Hinsicht könntest du auf jeden Fall den LR Vegito Blue bevorzugen, aber Tech Vegito Blue würde es auch nicht verkehrt, also wäre auch nicht schlecht, der macht seinen Job auch gut, auch wenn er auf 55% ist, sofern der auch dann hier einen Dupe hat, tut er ihn auch damagen, aber es geht ja nicht nur um Schaden, es geht auch um Defensive, behalte das im Hinterkopf, aber wie gesagt, da liegt die Wahl bei dir, ob du jetzt physisch Vegito mit Tech Vegito Blue spielst oder mit LR Vegito Blue, ist dir überlassen. Hauptsache, du spielst dann physisch Vegito, Super Vegito, sorry, mit einem der Vegito Blue in der Rotation. Dann tust du LR Vegito rein und raus sortieren und Tech Vegito nehmen wir als Supporter mit rein. Und das würde auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Hättest du zum Beispiel LR Vegito Blue hier am Start, dann würde physisch Super Vegito Fierce Battle durch den Supporter bekommen oder durch den Friend eben. Das würde funktionieren. Also durch den Linkse wäre auch gedeckt. Wie gesagt, kannst du mich gerne wissen lassen, für wen von beiden du dich entschieden hast. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und jetzt ist die andere Sache aber, Inkoku Black, ich weiß nicht, wie sehr du an Inkoku Black hängst. Wir sind nämlich auf Global. Auf Global waren wir, oder? Ja, und der ist ja gerade neu rausgekommen. Die Frage ist jetzt, ob du mit Inkoku Black spielen willst. Falls ja, dann kannst du ihn in das Team tun. Aber ja, die Sache ist, ich würde ihn trotzdem vielleicht nicht in der Rotation lassen, Inkoku Black, sondern rein und raus rotieren. Aber Problem mit Inkoku Black rein und raus rotieren ist,
man will den irgendwie auch schon in der Rotation spielen, damit er seinen Crit aufbauen kann. Und wenn du ihn rein raussortierst, dann, ja, weiß nicht, dann spielst du vielleicht auch auf seine Transformation hinaus. Weil jedes Mal, wenn er reinkommt, tut er auch seinen Angriff erhöhen. Aber wenn du ihn rein und raussortierst, dann ist dir mehr oder weniger egal. Dann willst du einfach ihn, sofern er sich dann transformiert, mitnehmen als Rotationscharakter oder bam, einfach dann in der Rotation reinswitchen oder so. Da ist dir, da kannst du frei sein, wie du willst. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie sehr du an ihm hängst. Dann könntest du ihn komplett mit reinnehmen, ihn rein und raus rotieren. Oder in dem Setup, wenn du quasi physisch Vegito mit deinem LR Vegito in der Rotation spielen willst, statt einem Vegito Blue, dann geht das auf jeden Fall auch. Könntest aber dann zum Beispiel LR Vegito Blue rein und raus rotieren. Also Inkoku Black müsste in dem Setup gar nicht mal zwingend sein. Und das hat die Sache. Das ist das, was ich euch zeigen wollte auf neutrale Schiene. Dass Charaktere, die konstanter sind, die sind in der Rotation weitaus besser. Du, also, wenn man es will, ganz ehrlich, wenn man es will, kann man natürlich Inkoku Black mit LR Goku Black spielen. Aber wenn man die Wahl hat zwischen Inkoku Black und Strength Rosé, dann spielst du Strength Rosé mit LR Goku Black. Allein diese Key Plus 3 durch die Passive helfen diesem LR so krass aus, aber das ist nicht alles. Haben wir besprochen, diese Essay Boost und so fort, das ist gestört. Also Strength Rosé ist einer der geilsten Charaktere immer noch. Genau, kannst aber auf jeden Fall gerne wissen lassen, für was du dich entschieden hast. Würde mich an der Stelle auch auf jeden Fall interessieren. Dann kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Tojiro, Tojiro Sensei, Hashtag Team Osoru. Hey Osoru, hier habe ich mal mein Dream of Gods Team. Ich denke, ich habe das Beste draus gemacht, aber hätte gerne noch einen weiteren Rat, ob es stimmt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, mein Boy. Und zwar, ist das dein Dream of Gods Team? Alle Charaktere gönnen im Leader-Skill an. Yes, das tun sie, 6 von 10 Punkte. Alles im Max-Level, Max-Awaked, 8 von 10 Punkte. Sehr schön. So, gar nicht mal schlecht aus. Wahrscheinlich wundert sich jemand, was, ein Dream of Gods Team ohne Goku Black? Ohne Zamasu oder so, also ein bisschen ohne LR Goku Blacks oder Rosé oder Goku Black, lange nicht mehr gesehen. Ja, ein Dream of Gods Team kann man auch so bauen, Freunde, so ist es nicht, wenn man kein Goku Black oder so hat, ist es nicht die Welt. Denn in dem Fall ist das deine Charakterliste und ich muss ehrlich ganz kurz und knackig sagen, hast du für mich auch das Beste aus deiner Charakterliste gemacht. Wenn wir uns das Team mal kurz folgendermaßen ansehen würden, könntest du natürlich Ui Goku in der Rotation spielen mit dem Strength Goku zum Beispiel, Evo Vegeta mit dem Transforming Goku, musst halt aufpassen, der verliert halt irgendwann Prepare for Battle. Dann hättest du Strength Vegeta, den du rein und raus rotierst. West Kai, sehr guter Dream of God Supporter. Aber das ist jetzt nicht die vorgeschriebene Rotation, weil gerade mit den Charakteren geht viel. Du kannst auch den Transforming Goku mit Ui Goku spielen, weil der Ui Goku hat Prepare for Battle und Over the Flash. Dann könntest du Strength God zum Beispiel rein und raus rotieren. Du könntest nämlich God Vegeta mit Evo Vegeta spielen. Die teilen sich leider keine Key, aber sie haben Prodigies, Super Saiyan, Fierce Battle und Warrior Gods. Das Ding ist jedoch, Strength God Vegeta gibt sich ja selbstständig durch die Key, durch die Passive, sorry, Key plus 3. Heißt, der hatte gar keine Probleme, in der Rotation mit Evo Vegeta trotzdem auch seine Super Attack zu bekommen. Die Probleme hätte er Evo Vegeta. Aber wenn du da einen Rotationscharakter hast, der dann mindestens einen seiner Keylinks jetzt hat, zum Beispiel der Friend Ui Goku, der hat Prepare for Battle und Turn of Power, wenn der Rotation mit Evo Vegeta reinkommt, du Evo Vegeta in die Mitte stellst, ich bin gerade, by the way, glaube ich, ein bisschen zu schnell, sorry. Wenn du Evo Vegeta dann in die Mitte stellst, dann bekommt er die Key von Ui Goku, von dem Rotationscharakter, und kommt auch auf seine Super Attack. Problem wäre es dann quasi bei dem Kai, West Kai. Die hat halt kein Prepare for Battle oder Turn of Power für Evo Vegeta. Der hätte es, wenn du ihn rein und raus rotierst. Ich bin gerade echt zu schnell, sorry. Oh, ich komme selbst nicht klar. Oder als Strength Goku. Ob so oder so, man könnte auch zum Beispiel zwei God-Charaktere in der Rotation spielen und Evo mit Ui Goku und hin und her. Also, gerade in dem Setup geht viel mit der Rotation. Du kannst dich gerne wissen lassen. Auch hier, für welche Rotation hast du dich entschieden? Wie spielst du das Team? Da geht, also wenn du lustig drauf bist, kannst du halt alles machen. Du kannst die zwei God-Charaktere in der Rotation spielen, du kannst Ui Goku mit dem spielen und so fort. So viel falsch könnte man da nicht machen, bin ich ehrlich. Okay, natürlich gibt es da noch die Rotation, die sich gut linken, besser linken. Also Ui Goku mit Strength God Goku könntest du lassen. Wegen The First Awakening, so, die linken sich echt gut. Und die zweite ist halt die Frage, ob du God Vegeta mit Evo spielen willst oder Transforming Goku mit Transforming Goku mit Evo Vegeta, genau. Gut, dann kommen wir aber auch zum letzten Team für heute, meine lieben Freunde. Ihr seid an der Stelle wieder gefragt. Das Team ist von Togeta. Hashtag Team Osoru, ich habe dir mein Dream of Gods Team geschickt. Ich freue mich über Verbesserungen. Mach weiter so, bist der beste PS. Ich bin noch ein Anfänger, deswegen sind nicht alle Dokkan Awake. Kein Thema, mein Boy. Ihr geht her, Freunde, gebt dem ganzen Team eine Punktzahl. Und dann gibt ihr auch noch Verbesserungsvorschläge gegebenenfalls. So sieht das Team von unserem Boy aus. Wie gesagt, er hat neu angefangen, aber nicht schlimm, alles gut. Wir helfen jedem, Freunde. Mir ist relativ egal, was für ein Rank der Account hat und so. Das wird zufällig ausgesucht, deswegen macht euch über sowas keine Sorgen. Und genau, geht her, gibt den ganzen eine Punktzahl. Bam, so und so viel nach den Kriterien. Schaut euch die Charakterliste an und dann sagt uns,
in den Kommentaren, wie würdet ihr das Team ändern. Die Auflösung gibt es natürlich dann am Anfang des Videos der nächsten Woche. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Vielen lieben Dank. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after.